Also wir haben uns bislang mit den Deckabbildungen von Vielecken beschäftigt und haben uns dort angeschaut, wo sind da Gruppen zu finden. Wir gehen jetzt mal in einen komplett anderen Bereich rein und zwar in den Bereich der Restklassen. Wie fit seid ihr in Zahlentheorie? Gar nicht. Aber im ersten Semester habt ihr, glaube ich, in der Arithmetik ein bisschen was davon gemacht, oder? Restklassen? Was war das nochmal? Wer von euch kann mit dieser Schreibweise was anfangen? A ist Konkurrent B modulo M. Was bedeutet das? Ja? Nee, aber fast. Hast. B teilt nicht A. Hm? Nee. Also, diese Schreibweise hier hat was zu tun mit der Division durch M. A konkurrent B modulo M bedeutet, die Zahlen A und B lassen denselben Rest bei der Division durch M. Also Beispiel, wir rechnen modulo, modulo 5. Wir teilen also durch 5. Und ich schreibe hier mal die 2 hin. Welche Zahl müsste hier stehen oder könnte hier stehen? Welche Zahl lässt bei der Division durch 5 auch den Rest 2? Ja? 12 zum Beispiel, 12 Konkurrent 2 modulo 5 ja? oder 7 Konkurrent 12 modulo 5 und so weiter. Also die Schreibweise bedeutet, ich habe zwei Zahlen, die div dividiert durch das Modul hinten die gleiche, den gleichen Rest lassen. Oder anders formuliert, wenn ich die Differenz der beiden Zahlen bilde, dann ist die durch 5 teilbar. 12 minus 2 ist 10, ist durch 5 teilbar. Oder hier, 7 minus 12 ist minus 5, ist auch durch 5 teilbar. Und wenn die beide den gleichen Rest lassen und ich sie voneinander abziehe, ziehe ich den Rest vom Rest ab und das, was übrig bleibt, ist durch 5 teilbar. Das ist die Modulo-Schreibweise. Das ist eine Relation zwischen zwei Zahlen. 12 steht in Relation zu 2, modulo 5, weil beide denselben Rest lassen, wenn man durch 5 dividiert. Und jetzt kann man zeigen, ich will jetzt nicht zu tief in die Zahlentheorie einsteigen, brauchen wir gar nicht, kann man zeigen, dass das eine Äquivalenzrelation ist und die ganzen Zahlen werden in Äquivalenzklassen eingeteilt. Also alle Zahlen, die denselben Rest lassen bei Division durch 5, sind in einer dieser Klassen. Sie bilden eine Klasse. Ja? Welche Reste können denn übrig bleiben? Ja. 0, 1, 2, 3, und 4, das sind die möglichen Reste. Ne? Und in der Restklasse, oder die Restklasse 0 sozusagen, ne, ähm, die wird gebildet von allen Zahlen, die bei Division durch 5 0 Rest lassen. Also 15, 15, 20, 25, 30, auch ins Negative, minus 5, minus 10, minus 15 und so weiter. Okay, das heißt, bei der Division durch 5 habe ich 5. Restlassen und wir schreiben R5 für die Menge aller Restlassen. So. Bei der Division durch 7 habe ich 7 Restlassen von 0 bis 6. So. Okay. Und jetzt kann man auf dieser Menge eine Addition definieren. Ich kann die addieren miteinander. Und die Addition schreiben wir mal mit so einem Kringel Plus. Und was passiert, wenn ich die Restklasse 2 addiere zur Restklasse 4? Was kommt dann raus? Ja. Restklasse 1. Ja, vielleicht im in in ersten Schritt erstmal die Restklasse 6, ja, und das ist halt dasselbe, dieselbe Klasse wie die Restklasse von 1. Ne? Die Restklasse 1. Und die, diese Addition, da kann man sozusagen folgende Definition ähm, wählen: Wenn man zwei Restklassen hat und die Restklassen mäßig addiert, dann ist das dasselbe. Als wenn ich erst die beiden Zahlen addiere in den ganzen Zahlen und dann die Restklasse bilde. Eure Aufgabe zur Vorbereitung der nächsten Woche ist es, euch Restklassen mit der Restklassenaddition anzuschauen. Und wir können jetzt ja gucken, Restklasse zum Beispiel, Restklassen Modulo 5 mit der Addition, ist das eine Gruppe oder nicht? Und ich habe euch dazu Aufgaben gestellt in Moodle, habe ich gerade eben freigeschaltet. Das sind drei Aufgaben, glaube ich, wo ihr euch mal genau anschaut, wie verhält es sich mit Restklassen und der Restklassenaddition. Finden wir da Gruppen oder sind das keine Gruppen? Okay? Gibt es Fragen von eurer Seite dazu? Falls euch noch unklar ist, wie das mit Restklassen ist, könnt ihr gerne noch mal in euer altes Arithmetik-Skript reinschauen oder mal googeln, um euch da noch mal ein bisschen stärker einzudenken, wie sich das mit Restklassen verhält. Und ähm, ja, dann besprechen wir nächste Woche die Ergebnisse und gehen dann über zum Thema Isomorphie. Alles klar? Dann bis nächste Woche. <laughs>